Am 18.09.2013 wird in Wiebelskirchen eine Brücke nach einem ganz besonderen Menschen benannt: Alex Deutsch. Der Zeitzeuge setzte sich Zeit seines Lebens für Frieden, Menschlichkeit und Toleranz ein. Nach Alex eine Brücke zu benennen, das trifft wirklich genau das, was er immer wollte, nämlich Menschen nicht zu trennen, sondern sie zu verbinden. Also Brücken zwischen ihnen zu bauen. Er wollte, dass die Menschen miteinander und nicht gegeneinander leben. Seit 1978 lebte er mit seiner Frau Doris in Wiebelskirchen. Von dort aus besuchte er rund 3 Jahrzehnte Schulen und berichtete jungen Menschen von seinem Schicksal. Wenn Alex Deutsch die Klasse betritt, man hörte eine Stecknadel fallen. So hat er Leute angesprochen, und zwar vor alle Dinge jemand, der einfach darauf einwirkt, dass das, was passiert war, nicht mehr passieren darf. Mir war es einfach ein Bedürfnis, Ihnen mal zu sagen, warum wir diese Brücke in Alex Deutsch Brücke benennen. Und er hat mich genauso fasziniert wie alle Menschen, die ihm begegnet sind. Man hat gemerkt, dass er einen Auftrag hat, dass er eine Botschaft hat, dass er einem etwas mitgeben wollte für sein eigenes Leben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich Alex Deutsch begegnen durfte. Eine Brücke ist immer eine Verbindung zwischen Menschen, und darum ging es ja auch Alex Deutsch. Alex Deutsch hat immer die Verbindung zwischen Menschen gesucht und hat auch immer das Gute im Menschen gesehen. Alex Deutsch wird noch mehr in das Geschehen rücken. Immer wieder wird der Name Alex Deutsch Brücke fallen, und immer wieder werden Menschen fragen, wer war Alex Deutsch? Und dann sind wir aufgerufen, zu erklären, wer Alex Deutsch war und was Alex Deutsch alles erreicht hat für unsere Gesellschaft. Alex hat mich gebeten, wenn er nicht mehr ist, dass ich das soll weitermachen. Und ich habe ihm versprochen, dass ich das mache.